Wahrlich, welch herrlicher Ruhm ist dir, mein Lieber, beschieden. Wirfst du die Scholle ins Meer, so werden die Götter ein Eiland schaffen, wo deiner Kinder noch später geborene Kinder wohnen werden. Der Götterverkündung sich freuend, warf Euphemos die Scholle tief ins Meer. Da erhob sich aus ihm die Insel Kalliste, die heilige Amme des späteren Euphemos-Geschlechtes. Dieses Geschlecht siedelte zuerst auf Lemnos. Dort vertrieben wurde es in Sparta heimisch, von wo aus es von Thera nach der Insel Kalliste geführt wurde. Seit dieser Zeit heißt die Insel Thera. Neues Land zu entdecken, es in Besitz zu nehmen, erscheint als Leitmotiv in der jungen Menschheitsgeschichte. Gilgamesch-Epos oder die Oden des Homer, ein Thema kehrt immer wieder, die Götter zürnen dem Menschengeschlecht. Was folgt, sind Verbannung und Flucht, Irrfahrten. Der tapfere Odysseus taucht auf, immer wieder als Fremder, als Eindringling an unbekannte Gestade verschlagen. Fremde kommen an, Gäste auf Santorin. Für uns, die Fremden, der erste Kontakt mit dem Alltag. Erste Konfrontation mit der Mühe, die die Natur hier den Menschen aufgezwungen hat, in diese Inselwelt einzudringen. Santorin, Vulkaninsel in den griechischen Kykladen, ist auf einem der berüchtigten Grabenbrüche der Meere gelagert. Eine 2000 Meter tiefe Abbruchzone im Süden, an der Grenze zur tiefen Kretischen See. An Stellen, an denen gegensätzliche geologische Formationen aufeinandertreffen, entstehen ungeheure Spannungen, die dann beim Brechen der Erdkruste der heißen Lavamasse den Weg nach oben freigeben. Aufgetürmte Lavahügel als Zeugen einer Natur, die der Mensch immer wieder neu zu bezwingen hat. In grellen, roten und schwarzen Farbtönen zeichnen sich die Lava-, Aschen- und Schlackenbänke voneinander ab. Der Mythologie folgend entstand die Insel durch den fürchterlichen Kampf des Zeus mit den Titanen. Geschichtlich belegt ist, dass das heutige Aussehen der Insel durch eine Reihe von heftigsten Vulkanausbrüchen geformt wurde. Der wohl verheerendste Ausbruch ereignete sich 1450 vor Christus. Seit 1956 verhält sich der Vulkan ruhig. Er kann jederzeit wieder aktiv werden. Seine verheerende Kraft jedoch hat er längst eingebüßt. Jäh abgebrochene Felswände des Riesenkraters. Sie lassen heute noch von dem Schrecken ahnen, der die Menschen erfasst haben muss. Trotzdem konnte der Mensch den wilden Kräften einer ihm feindlichen Natur standhalten. Trotzdem entstand inmitten dieser unwirtschaftlichen Lavasteinhaufen Vegetation, gediehen Ackerbau und Viehzucht. Ein archaisches Bild. Und doch 1986. Was hier anachronistisch erscheint, zeigt nur die fatale Situation der älteren Inselbewohner. Sonne und Meer lassen sich besser verkaufen als Agrarerzeugnisse. Insbesondere Getreide und Hülsenfrüchte dienen nur dem Eigenbedarf. Eines jedenfalls scheint es im Überfluss zu geben. Zeit. Das Tempo bestimmt der Esel.
Feldarbeit. Dieser alte Mann bestellt seinen Acker mit der Hacke, wie seit Menschengedenken. Eine ganze Welt von Unkraut habe ich gejätet, erzählt er uns. Hier, wo sich die Insel flach zum Meer hinduckt, gibt es fruchtbare Ebenen, die vorwiegend zum Weinbau genutzt werden. Geröllartiger Boden und nahezu ständiger Wind machen eine ungewöhnliche Pflanzung notwendig. Die einzelnen Rebstöcke werden zu Körben geflochten, so können die Trauben weitgehend geschützt heranreifen. Wer einmal Vinsanto, einen bernsteindunklen Süßwein, getrunken hat, weiß, dass sich die Mühe lohnt. Dieses Weinfeld kann nicht flurbereinigt werden. Die Wurzelstränge brauchen große Abstände, um sich in der lockeren vulkanischen Bimsdecke Halt zu verschaffen. Das Haus eines alten Weinbauern. Arm waren wir, sehr arm, meint er. Für ein Stück Brot schufteten wir den ganzen Tag auf den Feldern der Reichen. Damals, als das Geschäft mit dem Wein da niederlag. Vor der Oktoberrevolution war Russland der größte Absatzmarkt für Messwein. Besser war es damals, auch die Qualität. Santorin war eine reiche Insel. Über 30 Sorten wurden angebaut. Doch die großen Weinhändler verdarben das Geschäft. Sie streckten den Wein mit Salzwasser, ein entscheidender Fehler. Den Wein wollte natürlich niemand mehr trinken. Ja, und heute verkaufen wir unseren Wein hauptsächlich an die Fremden, die Touristen, den Brusco, den Vinsanto, so 4 oder 5 Sorten. Früher war alles besser. Alte und neue Abhängigkeiten. Alte und neue Widersprüche mit sichtbaren Zugeständnissen an die neuen Eroberer der Insel. Fremdenverkehr, Massentourismus. Damit wird heute das Geld verdient. Der moderne Tourismus mag eine Menge Natur zerstört haben. Vor ein paar Dingen jedoch hat er Halt gemacht. Zum Beispiel der Höhlenarchitektur auf Santorin. Wir befinden uns in einem Erosionstal, eine Art natürlicher Spülrinne, vom Regen der Jahrtausende ausgewaschen. Hohe Tuffwände, hinter denen sich Höhlenwohnungen, ja ganze Dörfer verbergen. Hier hatte der Mensch leichtes Spiel. Mit einfachstem Grabwerkzeug konnte er seine Behausung in das weiche Gestein bauen. Abseits von fremder Hektik findet der Mensch Schutz in kühlen, winkligen Gassen. Der weiche vulkanische Bimsstein ermöglichte diese Bauweise.
Trotz der Schrecken des Vulkans zeitigte sich die Natur hier als freundlicher Partner. Von der kargen Abgeschiedenheit der Erosionstäler, ihrer traditionellen Architektur und dem bäuerlichen Leben, zurück ans andere Ende der Insel, an den Kraterrand, 400 Meter über dem Meer. Malerisch kleben die Orte an der Caldera-Kante. Die dominanten Farben, Weiß und Blau, Erlass einer früheren Regierung. Ein neues Nationalgefühl sollte gestärkt werden. Die Architektur Santorins nimmt auf den Kykladen eine Sonderstellung ein. Das steile Gelände erzwingt eine Vielfalt individueller Lösungen. Märchenhafte Gebilde, die wie moderne Plastiken anmuten, in jede Falte hineinmodelliert. Respekt vor dem Nachbarn und seinem Recht auf Licht und Luft. Dies führte zu dem verwinkelten, stufenförmigen Aufbau der Ortschaften. So wurde auch das Wasserproblem gelöst. Mit Ausnahmen zweier Brunnen gibt es nämlich kein Süßwasser auf der Insel. In Zisternen wird das spärliche Regenwasser, aber vor allem der Tau, der nachts fällt, gesammelt. Eine der vielen Terrassen. Sie dienen als Auffangbecken für das lebensnotwendige Nass und müssen deshalb täglich gekehrt werden. Die Mühe des Wasserholens, nichts für Touristen. Für sie wird das Wasser von weit her geholt, ein Aufwand, der sich bezahlt macht. Eine Architektur, die zunächst planlos und chaotisch erscheint, aber doch wohl durchdacht, notwendig ist für das Zusammenleben der Menschen. Eine Architektur, die sich der natürlich vorhandenen Materialien bedienen muss. Die Mauern sind aus glatten, runden Steinen errichtet. Stützendes Bauholz gibt es nicht. Eine verhängnisvolle Bauweise. Athen, 10.07.56. Auf der von einem Erdbeben verwüsteten Insel Santorin wurden am Dienstagmorgen 43 Tote beigesetzt. Die Bevölkerung der Insel, auf der nach einer amtlichen Mitteilung 3.500 Häuser zerstört und weitere 4.500 erheblich beschädigt wurden, lebt noch immer in ständiger Furcht vor weiteren Erdstößen und vor noch stärkeren Ausbrüchen des Vulkans. 95 Inselbewohner, die während des Erdbebens erheblich verletzt wurden, befinden sich in ärztlicher Behandlung. Es scheint, als hätten die Bewohner die Katastrophe vergessen. Dem Fremden dagegen fallen die Ruinen auf. Sie gehören zum Ortsbild wie das Weiß der Häuser und das Blau des Himmels. Sie zeugen vom einzigen Reichtum der Inselbewohner. Haben sich die Menschen hier ihrem Schicksal gefügt? Haben sie sich der Strafe der Götter hingegeben? Versuchen sie, die Götter gnädig zu stimmen, indem sie, gleichsam als Opfergaben, Kirchen bauen, wo immer sich ein Platz dafür findet? Eines der vielen Kirchenfeste. Die Leute kommen, um einander zu sehen, um Neuigkeiten auszutauschen und um Geschäfte zu machen. Gespräche von Mann zu Mann, von Freund zu Freund. Die Frauen bleiben unter sich. Überhaupt scheinen die Geschlechter streng voneinander getrennt zu sein. Man zeigt sich von seiner besten Seite. Man will gesehen werden. Das kirchliche Ritual scheint nur am Rande zu interessieren. Die Kirche, das kirchliche Fest, hat aber seine Funktion.
Es ist soziales Bindeglied zwischen Jung und Alt, Arm und Reich. Das höchste kirchliche Fest ist Ostern. Prozessionen, Opfergängen gleich, mühen sich von Kirche zu Kirche. Angesehene Bürger tragen die schweren, aus Silber getriebenen Ikonen. Sie begleiten die Sünder auf ihrem Bittgang durch die Gemeinde. Die Osternacht. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten, der Menschheit die Erlösung zu bringen. Christus, das Licht. Zum Zeichen dafür entzünden die Gläubigen Kerzen, deren Flammen sie weiterreichen wie einst die Botschaft der Auferstehung. Die Zeit der Trauer ist vorbei. Vergessen die Zeit der Entbehrungen, die das Fasten den Gläubigen auferlegt. Die Menschen freuen sich. Der Pope in festlichem Ornat erteilt den Ostersegen. Christliche Rituale vermischen sich mit heidnischen Bräuchen. Der Verräter Judas wird symbolisch hingerichtet. Die Werkstatt der Kerzenmacherin. Ihre Produkte sind hauptsächlich für die Kirche, die kirchlichen Feste bestimmt. Sie hat schon immer so gearbeitet, hat nicht viel verdient. Sie ist bescheiden. Wenn die Fremden eines Tages nicht mehr kommen sollten, wird sie das wenig treffen. Sie wird weiterhin von ihrer kleinen Werkstatt leben wie eh und je. Denn in die Kirche werden Leute immer gehen und Kerzen werden auch immer gebraucht. Ein Berufsstand, der den Wandel der Zeiten überleben wird. Ein Beruf, der im Aussterben begriffen ist. Der Fassmacher. An ihm ging der rasche ökonomische Wandel nicht spurlos vorüber. Weit ab vom trügerischen Lärm des Fremdenverkehrs erledigt er nur noch kleinere Aufträge. Es sind Reparaturarbeiten. Alte Fässer werden wieder neu aufgerichtet oder gesäubert. Solche großen Holzfässer werden nicht mehr in Auftrag gegeben. Sie wurden durch Metall- oder Plastikfässer ersetzt, die weit wirtschaftlicher sind. Wie überall, wo Weinbau betrieben wird. Kaum jemand kann sich dem wirtschaftlichen Wandel entziehen. Auch der alte Korbmacher nicht. Seit Menschengedenken wurden Körbe geflochten, in denen man die Früchte der Feldarbeit sammelte.
Neues, dauerhafteres Material wurde eingeführt, das die Körbe verdrängte. Seit die große Landflucht eingesetzt hat, vor allem die vielen Tomatenbauern keine Körbe mehr brauchten, ist sein Handwerk langsam überflüssig geworden. Einige Abnehmer hat er noch, sagt er. Es sind ein paar Bauern aus seinem Dorf und einige Nachbardörfern. Doch die sind alt, genau wie er. Die vielen Fremden, das viele Geld ist eben nicht für alle da. Einige alte Berufsstände, gewachsenes Handwerk mit traditionellen Strukturen, mussten auf der Strecke bleiben. Opfer des wirtschaftlichen Fortschritts. Die alte Tomatenfabrik. Sie hat längst dicht gemacht. Die Tomatenbauern, früher die Auftraggeber des Korbmachers, produzieren schon lange nicht mehr. Sie fanden neue Arbeitsplätze in einer neuen Ökonomie, die von den Gesetzen des Tourismus diktiert wird. Sonne, Sand und Meer sind das Grundkapital, das die Natur gratis liefert. Die atemberaubende Entwicklung des Tourismus seit den 50er Jahren im Mittelmeerraum ist hinlänglich bekannt. Die Auswirkungen aller Orten sehr ähnlich, nahezu identisch. Plötzlich lockt das große Geld und die Tourismusindustrie erobert jedes noch so kleine Eiland. So auch auf Santorin. Die Schlagworte heißen Landflucht, Zerstörung gewachsener Strukturen, Bedrohung der Umwelt. Sie treffen fraglos zu. Baba Manolis hat jetzt seinen kleinen Laden weit ab vom Zentrum. Früher war er direkt an der Hauptstraße, konnte dann aber die ständig steigende Ladenmiete nicht mehr bezahlen. Eine schicke Boutique hat ihn verdrängt. Ein harter Konkurrenzkampf, kein ausschließlich griechisches Phänomen. Ein kleiner Krämer war er schon immer, lange bevor die vielen Fremden kamen. Früher hatte er wichtige gesellschaftliche Funktionen. Er war Barbier, Nachrichtenbörse und Dorfmusikant in Personalunion. Er war eine Institution. Das ist längst vorbei. Heute verkauft er Zigaretten und Getränke an die paar Touristen, die sich noch zu ihm verirren. Der Muli, unersetzlich als Arbeitstier. Hier arbeitet er für die Müllabfuhr. Die Beseitigung des Abfalls steckt noch in den Kinderschuhen. Hier werden die größten Sünden an der Natur begangen. Denn das meiste wird ganz einfach ins Meer gekippt. Bei ungünstigem Wind wird der ganze Dreck wieder an Land gespült. Außer Problemen hat der Tourismus auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Das Transportwesen hat Konjunktur. Die Leute wollen die Insel kennenlernen und die Einheimischen müssen an ihre Arbeitsplätze gebracht werden. Überhaupt steht die Dienstleistung im Vordergrund, wie dieser Bootsverleih. Die Nummer 1 aber der Branche ist zweifellos die Gastronomie. Da wird das große Geld gemacht. Die Taverne lockt. Es wird Abend auf Santorin. Hier wird allabendlich getanzt. Turnschuhfolklore. Ein griechischer Abend live, wie im Prospekt versprochen. Dies miterleben, mithüpfen zu dürfen, wertet einen Urlaub kolossal auf. Völkerverständigung durch Musik und Tanz? Oder nur trügerische Verbrüderung, schale Anbiederung. Jedenfalls gehört es dazu wie Uso und Tzatziki. Das ist alles irgendwie griechisch.
Dieser Tanz wurde nicht für den Tourismus erfunden. Der Ballos, ein sehr alter Tanz. Er beginnt langsam. Gerettete Tradition. Bleibt zu hoffen, dass dieser ekstatische Tanz erhalten bleibt und nicht im Weltschmerz der Rembetiko-Nostalgie zerrieben wird. Der Rest löst sich ohnehin in Weinseligkeit auf. Pedro, Dio Potiria Resina.